Herzlich willkommen, liebe Brettspielfreunde. Heute zeige ich euch Village, das Kennerspiel des Jahres 2012 aus dem Verlag Eggert Spiele im Vertrieb von Pegasus Spiele. Und als erstes zeige ich euch wie immer, was findet ihr an Spielinhalt in dieser Schachtel. Danach zeige ich euch, wie ihr das Ganze aufbaut. Dann erkläre ich euch die einzelnen Aktionen, die man in diesem Spiel durchführen kann. Und zeige euch das Ganze dann anhand eines kleinen Testspiels. Und jetzt viel Spaß! Jetzt zeige ich euch, was ihr in der Schachtel an Spielmaterial findet. Das ist relativ umfangreich. Zum einen haben wir einen Spielplan. Und auf diesem, mag mich heute nicht, auf diesem Spielplan sieht man, welche Aktionen die Spieler durchführen können. Es gibt hier oben einen Markt, hier gibt es eine Handwerkshalle, hier unten eine Kirche, das Ratsgebäude und hier auf Reisen gehen. In der Ecke hier unten gibt es noch die Chronik. Außenrum haben wir eine Punkteleiste. Das erkläre ich euch alles noch genauer. Dann gibt es hier einen Bogen mit Aufklebern. Und den brauchen wir, um die Spielfiguren zu bekleben. Ich zeige das mal kurz. Die Spielfiguren werden hier beidseitig dann immer mit einer Zahl, der gleichen Zahl natürlich, beklebt. Das ist beim ersten Spiel ein kleiner Mehraufwand, aber wenn ihr das einmal erledigt habt, dann ist auch gut. Für die Reserve sind hier unten nochmal ein paar Aufkleber vorgesehen. Falls mal einer abgeht, falls was verloren geht, habt ihr hier noch ein bisschen Reserve. Dann habe ich euch jetzt schon gezeigt die Spielerfiguren. Dann zeige ich euch noch die restlichen. Es gibt in 4 Farben für jeden Spieler. Ein Satz Figuren plus diese Marker, mit denen man die Spielpunkte und die Reiserouten markiert. Dann haben wir eine Spielanleitung. Die ist relativ umfangreich. Und die erkläre ich euch jetzt dann im Detail. Die gleiche Anleitung gibt es auch nochmal in Englisch. Dann haben wir hier Aufbaukärtchen. Die gibt es für das Zweispielerspiel, das Dreispielerspiel, das Vierspielerspiel. Und hier wird einfach angezeigt, wie viele Marker auf die jeweiligen Orte im Dorf gelegt werden. Dann haben wir hier die Messe. Nach jeder Spielrunde läuft eine Messe in der Kirche und hier ist einfach der Ablauf dieser Messe. Jeder Spieler bekommt ein Tableau mit seinem Hof darauf. Hier hat er zum einen diese Sanduhren, die seine Lebenszeit angeben von den Figuren. Zum zweiten haben wir hier 5 Plätze für Weizensäcke. Und hier sehen wir noch eine kleine Übersicht, wie viel Weizen man bekommt, wenn man den im Dorf holt, je nachdem, ob man eben nur alleine dort hingeht oder ob man eben ein Pferd und oder Ochsen und entsprechendes Ackergerät angehängt hat. Dann gibt es einen schwarzen Sack, in dem befinden sich schon mal 4 schwarze Figuren. Auch diese haben Aufkleber, damit man nicht anhand der Aufkleber tasten kann, welche sind denn schwarze Figuren und welche sind meine Figuren. Deswegen kommen hier Blanko-Aufkleber drauf. Das ist für die Messe. Dann gibt es hier ein Säckchen. Da liegen momentan alle Einflusssteine drin, die es in dem Spiel gibt. Aber auch hier wird je nach Spieleranzahl nur die Menge eingefüllt, die hier auf diesen Plättchen angegeben ist. Das ist die Menge, die jede Runde neu in das grüne Säckchen kommen. Dann haben wir noch eine Menge Karton und darunter gibt es dann folgende Dinge. Zum einen gibt es Münzen. Mit Münzen kann man zum Beispiel bei der Messe am Schluss jeder Runde nachschauen,
und sich ein beliebiges seiner Männchen aus diesem Beutel holen und nicht zufällig ziehen. Dafür muss man eben mit Gold bezahlen. Dann gibt es verschiedene Dinge, die man herstellen kann im Handwerksbereich. Zum einen Pferde, Pergament, man kann Ochsen züchten, man kann hier Reiseplanwagen bauen und es gibt eben das Ackergerät. Und die Sachen brauche ich zum einen, um sie auf dem Markt zu verkaufen und zum anderen aber auch, um eben den Ertrag bei meinen eigenen Aktionen zu steigern. Dann haben wir hier noch einen Startspielermarker. Wer den vor sich hat, ist einfach die Runde der Startspieler. Und den Startspieler kann man wechseln, wenn man sich im Ratsgebäude diesen Ring hier besorgt. Dann gibt es noch die besagten Weizen- und Getreidesäcke. In natürlich ausreichender Menge. Ich lege jetzt nur ein paar hin. Und dann gibt es hier noch die Handelsmarker. Und hier wird einfach darauf abgebildet, wie viel Punkte das wert ist, wenn man dem Käufer seinen Wunsch erfüllt und hier drunter einfach, was möchte der Käufer dafür denn haben. Also dieser Käufer will einen Getreidesack und ein Pergament für 3 Punkte, dieser will einen Planwagen für 3 Punkte und so weiter. Gut, wie gesagt, dieses Material gibt es hier noch in ausreichender Menge und ich zeige euch jetzt als nächstes, wie ihr das Ganze für ein Zweispielerspiel aufbaut. Jetzt erkläre ich euch den Spielaufbau und die einzelnen Orte auf dem Spielplan. Und damit fangen wir am besten einfach mal an. Hier unten haben wir die Dorfchronik. Und auf der Dorfchronik werden die heldenhaften Dorfbewohner eingetragen, solange noch Platz ist. Und sobald die Dorfchronik in einem Bereich keinen Platz mehr hat, kommen die Dorfbewohner, die gestorben sind, in die anonymen Gräber. Und man sieht, jeder Ort auf dem Plan hat ein bestimmtes Symbol. Das rote Wappen ist das Ratshaus. Das braune Wappen ist die Kirche, das gelbe Wappen ist hier die Handwerkshalle, das grüne Wappen ist auf Reisen und das lilane Wappen bedeutet, wenn einer zu Hause auf seinem Hof verstorben ist. Die Felder, die wir für ein Zweispielerspiel nicht benötigen, sind die einfach, wo eine 3 oder eine 4 aufgezeichnet sind, werden mit einer neutralen Spielfigur belegt. Die Zahl auf der Spielfigur der Neutralen ist dabei unerheblich, denn die Zahl ist grundsätzlich im Spiel uninteressant, außer es geht um die Reihenfolge, wie die Dorfbewohner das Zeitliche segnen. Grundsätzlich ist es so, es geht in diesem Spiel viel um die Zeit und um das zeitliche Problem eines Menschen. Jedes Mal, wenn ich einmal hier über diese Brücke komme, mit meinem Marker, also hier kommt ein Marker drauf. Sobald ich einmal hier rum bin, stirbt eine Figur von mir. Und zwar angefangen mit den Figuren mit der 1. Später kriege ich eben auch andere Figuren dazu mit einer 2, einer 3 oder 4. Die leben entsprechend länger, denn ich muss immer erst alle Einser über den Jordan schicken und dann danach erst die Zweier und so weiter. Und dementsprechend muss ich dem ganzen Spiel auch ein bisschen planen. Längerfristige Dinge vielleicht nicht gerade eine Einser-Figur aufzudrücken, sondern vielleicht einer Figur, die auch länger diese Aktion ausführen kann und länger leben wird. Andererseits kann ich natürlich auch diese Aktion mit dem Sterben nutzen, um meine Figuren schnell auf die Dorfchronik zu kriegen, denn die Plätze sind hier sehr begrenzt und erst wenn man mindestens 3 seiner eigenen Figuren auf der Dorfchronik hat, bekommt man dafür überhaupt Punkte. Also man kann diesen Teil des Sterbens auch nutzen, um schneller auf die Dorfchronik zu kommen. Die Produktionsplättchen werden einfach neben dem Spielplan bereitgelegt. Und wie gesagt, wie man das Ganze dann bekommt, erkläre ich dann in einzelnen Videos. Dann haben wir hier die Händler-Käufer-Sachen für den Markt. Und auch hier ist es so, dass es hier 2 Felder gibt, die fürs Dreispielerspiel bis dahin belegt werden und fürs Vierspielerspiel werden alle belegt. Beim Zweispielerspiel nur diese 3 und nur von diesen 3 Feldern darf ich die Käufer bedienen und alle hier unten, das sind die, die nachrücken in den nächsten Runden, die ich aber vorher schon sehe, also ich kann vorher schon ein bisschen planen, aha, später kommt der und der nach und hier werden jetzt einfach blind die Käufer aufgedeckt. Somit weiß jeder Spieler schon mal, welche Waren Sinn machen zu produzieren, wenn er sie
dann auf dem Markt verkaufen möchte. So. Die restlichen Händler werden einfach irgendwo gestapelt und zur Seite gelegt, und sobald eben ein Handel abgeschlossen wurde hier oben, zieht von hier unten der Tross nach und neue Händlerkarten werden von unten aus eingesetzt. Die Goldmünzen werden zur Seite gelegt, davon bekommt jeder Spieler am Anfang des Spiels eine ausgehändigt. Und ich werde mir da jetzt noch ein Plätzchen suchen, dass ihr das auch sehen könnt. Das ist nämlich bei dem großen Spielplan gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, nachher werde ich das so haben, dass ihr es seht. Also jeder bekommt entsprechend das hier. Dann bekommt jeder die Einser-Spielfiguren aus seinem Vorrat und stellt diese einfach mal auf seinen Hof. Das heißt, mit vier Figuren fängt jeder Spieler an und das sind seine kompletten Einser, die er in seinem Vorrat hat. Die kommen auf den Hof. Die Getreidesäcke werden bereitgelegt, dass je nach Spieleranzahl richtige Plättchen für den Einsatzkurs wird bereitgelegt und eben dann jede Runde auch ausgeführt. Ansonsten haben wir den Startspielermarker, den kriegt ein Spieler, den ihr eben aussucht. Der Älteste, der Jüngste, der Größte, der Kleinste, wie auch immer. Gebe ich jetzt mal dem gelben Spieler. Dann der Startspieler-Wechselteam-Marker kommt hier unten auf die Ratshalle, hier ins und das erste Fenster. Die schwarzen Figuren kommen alle in das schwarze Säckchen und werden in die Nähe der Köche gelegt. Und alle anderen Marker werden einfach zur Seite gelegt. Die werden dann eben pro Runde ins Säckchen grün geschmissen. Allerdings die schwarzen Marker kommen immer ins Säckchen grün, denn das sind die Pestmarker. Die sind jedes Mal im grünen Säckchen zu finden. Jetzt legt jeder Spieler noch einen Marker hier oben auf die Zählleiste, auf die 0, auf dieses Buch und einen Marker neben die Brücke, sodass er eine Runde Zeit hat, bevor der erste Spieler das Zeitliche segnet. So, das ist im Endeffekt jetzt der komplette Spielaufbau und jetzt werde ich euch die einzelnen Bereiche auf dem Plan erklären, was ihr dort machen könnt. Aber zuvor lese ich euch noch eine kleine Geschichte vor. Das Leben in diesem Dorf ist hart, aber es bietet seinen Bewohnern viel Raum zur Entfaltung. Manch einer fühlt sich zum Glaubensbruder berufen, ein anderer strebt eine Karriere in der Ratsstube an. Ein dritter sucht sein Glück in der Ferne. Jeder von euch lenkt die Geschicke einer Familie und kann diese auf viele Wegen zu Ruhm und Ehre führen. Doch eines solltet ihr nie vergessen. Die Zeit lässt ihr nicht aufhalten und mit ihr gehen die Menschen. Diejenigen, die nach ihrem Tod in der Dorfchronik verewigt werden, können den Ruhm eurer Familie mehren und euch dem Sieg ein ganzes Stück näher bringen. Bevor ich euch jetzt die einzelnen Aktionen hier erkläre, erkläre ich euch das Thema mit den Einflusssteinen. Denn auf diese kommt es hauptsächlich in diesem Spiel an, um eben vorwärts zu kommen. Wir haben hier gesehen, je nach Spieleranzahl werden eine bestimmte Anzahl dieser Einflusssteine in das grüne Säckchen geworfen und dann blind gezogen und im Dorf verteilt. Und warum mache ich das Ganze? Es ist einfach so, eine Runde dauert so lange, bis alle Einflusssteinchen wieder von den einzelnen Feldern genommen worden sind. Auch Pechsteine sind natürlich darunter, auch diese müssen genommen werden und haben einen kleinen negativen Effekt, den ich euch dann auch erkläre. Aber grundsätzlich ist es jetzt so, also im grünen Säckchen sind jetzt schon die Pechsteine drin, 6 Stück, und dazu lege ich jetzt, wie ich auf dieser Karte sehen kann, noch 4 grüne Einflusssteine. Grün steht für Überzeugungskraft und wird hauptsächlich hier in der Ratshalle gebraucht. Dann haben wir 3 rosane Steine. Rosa steht für Wissen, wird auf Reisen gebraucht und auch im Handwerk. Dann haben wir 3 orangefarbene Steine. Orange steht für das Können und wird auch auf Reisen benötigt oder eben im Handwerk.
Und zu guter Letzt noch vier braune Steine. Und braun steht für den Glauben, heißt, wird auch auf Reisen benötigt oder aber natürlich in der Kirche. Die anderen Steine werden dann einfach zur Seite geschoben. Und dann wird dieses Säckchen gut durchgemischt. Und jetzt wird einfach verteilt. Wieder nach diesem Belegungsplan hier unten. Das heißt, ich lege es wieder zur Seite. Eins kommt auf den Handel, zwei auf Reisen, zwei auf den Getreidefeldern, zwei in die Ratshalle, drei kommen hier auf das Familienfeld, weitere drei kommen in die Kirche und fünf Stück kommen ins Handwerk. Vier und die fünf. So. Jetzt bleiben noch ein paar Steine übrig, die im Säckchen liegen und die bleiben da auch drin. Das heißt, hier sind immer ein paar mehr Steine drin, die man auslegt. Und im Endeffekt sind es jetzt die Steine, die die Runden angeben, in denen die Spieler eben etwas tun können, je nachdem, was sie tun möchten. Und jetzt erkläre ich euch einfach die einzelnen Stationen, was die bringen, damit ihr einen Überblick bekommt und ihr werdet den Sinn des Spiels wahrscheinlich erst verstehen, nachdem ich euch diesen Komplettüberblick gegeben habe. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich fange jetzt mal hier in der Mitte an, bei der Getreideernte. Also grundsätzlich ist es so, bei jedem Spielerzug muss der Spieler, der dran ist, einen Einflussstein nehmen. Wenn am Schluss nur noch schwarze Pechsteine da sind, muss er auch die nehmen. Und ein Pechstein bedeutet Folgendes. Ich muss zwei Raster auf den Sanduhren hier vorwärts schreiten. Das heißt, die Pest rafft einen schneller dahin und deswegen muss ich zwei Wegpunkte schon mal vorangehen. Grundsätzlich ist es jetzt so, fangen wir an beim Getreide. Wenn ich sage, ich möchte Getreide abbauen oder Getreide erhalten, dann nehme ich mir den entsprechenden Marker hier runter und lege den auf mein Tableau. Und jetzt muss ich schauen, wie viel ich bekomme. Erstens muss ich noch einen Arbeiter auf meinem Hof stehen haben. Wenn ich hier keinen Arbeiter mehr habe, sondern alle eingesetzt habe, dann kann ich nicht auf den Acker gehen. Und ansonsten sehe ich hier, was ich bekomme. Wenn ich nur ein Mannschkal auf einem Hof habe, kriege ich zwei Getreide. Habe ich ein Männchen plus ein Pferd und einen hier so ein Ackerhelfer, dann bekomme ich drei. Und habe ich einen Ochsen und dieses Ackergerät, bekomme ich sogar vier. In dem Fall habe ich nur mein Männchen und bekomme einfach jetzt zwei dieser Weizensäcke hier auf mein Tableau gelegt. Ich kann, wie gesagt, auch nur fünf aufheben. Danach ist hier voll. Das ist der erste Bereich, die Getreideernte. Die nächste Aktion machen wir hier unten mal die Familie. Familie bedeutet einfach Folgendes. Ich nehme mir einen Stein hier runter und darf mir jetzt ein Familienmitglied zusätzlich zu meinen schon vorhandenen dazunehmen. Und zwar immer eines der nächsthöheren Stufe. Die Einser habe ich schon alle, also darf ich mir in dem Fall einen Zweier aus dem Vorrat nehmen und zu meiner Familie mit dazustellen. Das zweite, was man mit einem Familienstein nehmen tun kann, ist auch ein Familienmitglied von einem Ort zurückzuholen auf den Hof. Das bedeutet, wenn ich also hier in der Ratshalle oder bei irgendeinem Handwerk eine Figur stehen habe, dann ist die dort das ganze Spiel gebunden. Auch auf Reisen das gleiche. Dort oder in der Kirche, dort sind die Spieler, die dort stehen, das ganze Spiel fest gebunden, bis sie entweder sterben oder ich sie eben über das Familienfeld zurück nach Hause hole. So viel zum Thema Familie. Kommen wir jetzt zum Bereich Handwerk. Im Bereich Handwerk haben wir fünf verschiedene Städte, an denen wir etwas wirken können. Und dieses Wirken können wir zum einen mit unserer Lebenszeit bezahlen oder mit Einflusssteinen. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen dieser Karren haben möchte, dieser Planwagen, dann kann ich das entweder bezahlen mit zwei Lebenszeit, also eins, zwei,
Dann kann ich meine Person einsetzen. Und das ist die Zeit, die diese Person braucht, um diesen Beruf zu erlernen, dieses Handwerk zu lernen. Und dann kann ich gleich in der gleichen Runde, wenn ich will, nochmal zwei Lebenszeit zahlen, um das Produkt herzustellen. Bedeutet, ich gehe nochmal zwei vorwärts und stelle mir so einen Planwagen her. Planwagen brauche ich, wie gesagt, hier oben auf Reisen oder manche Käufer möchten auch gerne Planwagen kaufen. Aber wie gesagt, da kann ich mich ja vorher schon informieren, was ist denn gewünscht. In dem Fall sehe ich, Planwagen sind nicht gewünscht, aber ich möchte vielleicht später auf Reisen gehen. Ich kann aber auch den Planwagen, wenn ich den jetzt einmalig brauche, mit Einflusssteinen bezahlen. Und dazu muss ich nicht mal eine Figur auf diesem Handwerk haben. Also ich kann zum Beispiel jetzt sagen, ich würde gerne hier ein Pergament kaufen für einen rosa Einflussstein. Dann kann ich einfach den Stein bezahlen und bekomme für die eine Aktion eben das Pergament. Also nochmal im Zusammenhang erklärt. Ich fahre hier nochmal zurück. Ich sage, ich möchte jetzt, ich lege das alles nochmal zurück, ich möchte jetzt gerne ein Pergament herstellen, schicke also einen meiner Arbeiter hier zum Pergament herstellen, nimm mir einen beliebigen dieser Einflussmarker und zahle einmal zwei Lebenszeit, um diesen Beruf zu erlernen und gleich nochmal zwei Lebenszeit, um das Produkt herzustellen. Warum möchte ich das Produkt herstellen? Ich sage mir einfach, ah, hier oben auf dem Markt gibt es einen, der würde gerne zwei davon kaufen. Jetzt könnte jetzt der andere Spieler sagen, okay, ich gehe auch mal was produzieren und sagt, ich nehme mir den grünen Stein und würde ganz gerne, sagen wir mal, ein Ackergerät herstellen, um später im Verlauf mehr Getreide ernten zu können. Kostet mich drei Lebenszeit, 1, 2, 3 und nochmal 1, 2, 3, weil ich sofort herstellen möchte. Somit kriege ich das Produkt auch gleich und diese Runde ist für ihn abgeschlossen. Und jetzt könnte der Spieler noch einmal sagen, okay, ich stelle nochmal für zwei Lebenszeit das zweite Pergament her, das ich hier für den Verkauf brauche. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, einfach mit meinem verdienten rosa Einflussstein sagen, ich kaufe mir dieses Pergament mit einem Einflussstein. Und das mache ich jetzt. Das heißt, der Einflussstein kommt einfach zurück in den allgemeinen Vorrat und ich nehme mir hier das zweite Plättchen und habe somit keine Lebenszeit von meinem Spieler verloren. So viel zum Thema Handwerk. Hier oben gibt es noch die Mühle. Die Mühle stellt im Endeffekt nichts her, sondern ich kann dort zwei Getreidesäcke und zwei Lebenszeit gegen zwei Münzen tauschen. Bedeutet, ich könnte, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn er jetzt dran wäre, könnte ich diese zwei Getreidesäcke plus zwei Lebenszeit nehmen und mir dafür zwei Goldmünzen auszahlen lassen. Genau. Hier kann ich, wie gesagt, für drei Getreide einen Ochsen oder für drei Getreide mir ein Pferd holen. Hier kann ich für, haben wir auch schon gesagt, einen rosa und einen Orangenstein einen Planwagen holen und hier für einen rosa oder einen Orangenstein ein Ackergerät, ohne es mit Lebenszeit zu bezahlen. Ansonsten war es das zum Thema Handwerk. Jetzt erkläre ich euch den Markt. Sobald der Spieler diese eine Aktion nimmt, wird der Markttag aktiviert. Den Markt müssen alle Spieler mitmachen, den kann man nicht einfach auslassen. Denn ich kann auf jedem anderen Punkt einen Marker nehmen, aber die Aktion nicht ausführen. Also ich kann sagen, ich nehme den Reisemarker, reise aber nicht. Oder ich nehme den Ratsmarker, tue aber nichts. Oder ich nehme den Handwerkmarker, tue aber nichts. Der Markt wird auf jeden Fall ausgeführt, denn der Markt gilt für alle Spieler. Und diese drei Produkte sind beim Zweispielerspiel jetzt eben verfügbar zum Kauf. Das heißt, die Käufer wollen entweder für drei Ruhm einen Ochsen, für vier Ruhm zwei Pergament oder für zwei Ruhm ein Ackergerät. Und hier haben wir jetzt den Blauen, der das gestartet hat und der hat den ersten Zug, der ihn nichts an Lebenszeit oder sonstigen Sachen kostet. Der hat allerdings nichts, was er verkaufen könnte, außer das Ackergerät, deswegen nimmt er das, legt es zurück auf den Vorrat und bekommt dieses Plättchen. Die Punkte dazu bekommt er erst bei der Schlusswertung gutgeschrieben. Nicht gleich,
Er dreht das Markerl auf die Rückseite. Das ist das geheime Punktekonto, das erst am Schluss aufgedeckt wird und das das ganze Spiel nochmal komplett rumreißen kann. Jetzt wäre der gelbe Spieler dran. Der müsste aber, um eine Transaktion durchzuführen, also zum Beispiel um seine Pergament zu verkaufen hier, einen grünen Marker und eine Lebenszeit abgeben. Lebenszeit hätte er noch, grüne Marker hat er leider nicht, deswegen kann er nichts tun und kann nicht handeln. Jetzt ist nochmal der blaue Spieler dran und wird gefragt, magst du etwas weiteres handeln? Das müsstest du aber auch mit einem grünen Marker und einem Lebensabschnitt bezahlen. Der blaue hat aber leider nichts mehr, was er verkaufen könnte. Und somit ist der Markttag abgeschlossen und die Marker rücken einfach so weit auf, dass wieder aufgefüllt ist. Und das letzte Feld, was jetzt frei ist, wird einfach mit einem neuen aufgefüllt. Das ist das Thema Markttag. Manch Hofbewohner zieht es auf Reisen und er würde gern die weite Welt entdecken. Jetzt gebe ich mal kurz meinem Spieler Gelb zwei Marker, damit ich euch das zeigen kann. Und zwar funktioniert das Ganze folgendermaßen. Ich nehme hier einen Marker zurück und sage, ich möchte reisen gehen. Das heißt, ich nehme eine Figur und damit muss ich mir schon überlegen, nehme ich eine Einser oder warte ich, bis ich eine höhere habe, die vielleicht mehr Orte bereisen kann, bevor sie stirbt. Das muss ich mir halt überlegen. Und jetzt kann ich mir hier vom Startfeld aus überlegen, gehe ich in diese Richtung zu dieser Stadt oder in diese Richtung zu dieser Stadt. In dem Moment habe ich nur diese zwei Steine und natürlich habe ich noch keinen Planwagen. Zaubertrick, Kubarix, habe ich jetzt auch einen Planwagen. Das bräuchte ich also alles, um die Reise anzutreten, um von hier auf dieses Feld zu reisen. Bedeutet also, ich gebe das ab plus nochmal zwei meiner Lebenszeit und lege das zurück in den Vorrat. Wenn ich das nötige Material nicht habe, kann ich eine Reise nicht beginnen. Ich kann den Marker nehmen und sagen, ich mache nichts, aber ich kann keine Reise durchführen. Und die drei Ruhmespunkte, die hier stehen, die kann ich mir jetzt auch sofort auf der Leiste auszahlen. Zusätzlich wird jetzt auf diesen Ort ein Marker in meiner Farbe gelegt, sodass ich weiß, diesen Ort habe ich schon bereist. Denn ich kann jeden Ort nur einmal bereisen. Die anderen Spieler dürfen den Ort natürlich auch noch bereisen, aber wie gesagt, ich nur einmal. Und hier gibt es auch wieder eine Tabelle für die Schlusswertung, wo ich sehe, wenn ich einen Ort bereist habe, kriege ich einen Ruhmespunkt, drei Orte, drei, vier Orte, zehn, sechs Orte, 18 Punkte. Es ist durchaus sinnvoll, mehrere Orte hier zu bereisen. Und dieser Spieler ist der jetzt hier im Reisefieber eingesetzt und den werde ich auch versuchen, lange genug auf Reisen zu halten, bevor ich ihn den natürlichen Wege der Alterung zum Opfer gebe. Und jetzt erkläre ich euch als nächstes die Ratstube. Der blaue Spieler möchte jetzt gerne in die Ratstube. Und dazu muss er, um auf die erste Stufe einzusteigen, natürlich seinen Einflussmarker nehmen, entweder ein Pergament oder zwei grüne Einflussmarker zahlen und ein Lebenszeit auf jeden Fall. Also das ziehe ich mal, zwei grüne habe ich, die gebe ich ab. Und somit habe ich jetzt den ersten Platz belegt und darf mir den Startspieler Marker nehmen. Das bedeutet, mit diesem Ding weiß ich, in der nächsten Runde bin ich dann der Startspieler. Um jetzt zum Beispiel in einer weiteren Runde aufs nächste Privileg hier aufzusteigen, bräuchte ich wieder zwei grüne oder ein Pergament und müsste zwei Lebenszeit hergeben. Dürfte aber dann das Privileg hier unten nutzen oder ein niedrigeres. Und die Privilegien sind dann wie folgt. In diesem Fall dürfte ich mir zwei beliebige Einflussmarker aus dem Vorrat nehmen. Hier dürfte ich mir ein beliebiges Produkt, das hier im Handwerksbereich hergestellt werden kann, nehmen. Und hier oben dürfte ich pro Aktion, wo ich ausführe, eine Münze in drei Ruhmespunkte tauschen. Zusätzlich geben hier die Fenster am Ende des Spiels auch noch einmal Ruhmespunkte. Und wie gesagt, wenn ich auf dieser Stufe stehe und möchte das Privileg ausführen, kostet mich das nichts mehr. Also ich muss nicht nochmal hier irgendetwas zahlen. Das Zahlen muss ich nur beim Übertritt in die nächste Stufe der Ratshalle. Ansonsten kann ich die Privilegien da unten kostenlos nutzen und wie gesagt, pro Stein, den ich nehme, immer ein Privileg. Das war die Ratshalle und als nächstes kommt die Kirche.
Die Funktion der Kirche ist jetzt am Anfang erst einmal sehr einfach. Bevor das Rundenende nicht erreicht ist, passiert nichts anderes, wie dass ich einen meiner Figuren nehme und diesen für entweder 3 Lebenszeit oder einen braunen Marker in den schwarzen Sack zu den anderen Figuren werfe. Ich gebe mal den einen braunen hier ab. Mehr mache ich momentan in der Kirche noch nicht. Alles andere, was in der Kirche passiert, passiert am runden Ende, wenn alle Einflussmarker genommen worden sind, kommt es zur Messe und erst dann ist es wichtig, was habe ich im Säckchen drin und was wird dann da gezählt und getan. Als letztes erzähle ich euch jetzt noch was zur Dorfchronik und zum Brunnen. Der Brunnen bietet mir die Möglichkeit, eine beliebige Aktion vom Spielplan auszuführen, indem ich 3 gleichfarbige Einflussmarker abgebe. Ich kann diese Aktion sogar ausführen, wenn auf dem Bereich nichts mehr an Einflussmarkern liegt. Allerdings muss noch auf irgendeinem Bereich ein Einflussmarker liegen, damit ich den Brunnen benutzen kann, ansonsten ist die Runde ja zu Ende. Also wenn ich jetzt sage, ich würde gerne nochmal Weizen haben, habe aber wie gesagt hier keine Marker mehr liegen, kann ich aber sagen, ich gebe 3 braune, wenn ich habe, ab und darf wie gesagt eine beliebige Aktion noch einmal ausführen. Darunter auch der Markt, wenn ich Lust habe. Dann nochmal kurz eine Erklärung zur Chronik. Spieler Gelb sagt jetzt zum Beispiel, ich mache noch einmal Handwerk. Und zwar zahle ich das Handwerk nochmal mit Lebenszeit 2 Stück und hole mir ein Pergament dafür. Diese 2 Lebenszeit bringen mich hier über die Brücke. Das bedeutet, eins meiner Familienmitglieder stirbt jetzt. Und zwar eines mit der niedrigsten Zahl. Im Moment habe ich nur 1er stehen und darf mir jetzt einen aussuchen, wo ich sage, den würde ich jetzt gerne zu Grabe tragen. Und ich werde bestimmt nicht den nehmen, der auf Reisen ist, weil der ist jetzt schon fortgeschritten. Und wenn ich einen neuen hier einsetze, müsste ich von vorne anfangen zu reisen. Den behalte ich mir so lange, wie es geht. Den auf dem Hof, der ist nicht so wichtig. Da kann ich mir in der nächsten Runde oder sogar in der Runde noch hier neue Familienmitglieder holen. Und der im Handwerk, da sage ich mal, gut, das kostet mich eins von diesen rosa Dingern. Ich habe auch noch einen rosa, ich habe 3 Pergamente, ich opfere diesen heldenhaften und lege ihn hier. Gelb ist das Handwerk hier in die Dorfchronik. Somit ist hier nur noch ein Platz für einen Handwerker in der Dorfchronik. Das heißt, es macht durchaus Sinn, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ab und zu mal Leute hops gehen zu lassen, um die Plätze in der Dorfchronik zu belegen, um hier unten Punkte zu kriegen. Wenn ich sehe, ich kann sowieso nur noch 2 Plätze erreichen, dann muss ich mir da auch keinen Kopf drum machen und hier schnell meine Leute hops gehen lassen, weil für 2 Punkte gibt es, wie gesagt, noch keine Punkte. Erst ab 3 Leuten in der Dorfchronik kriege ich überhaupt Punkte. Genau. Und wie gesagt, wenn ein Platz mal voll ist in der Dorfchronik und aus dem Bereich, da haben wir noch einen, sagen wir mal, würde der jetzt noch hops gehen, hätte ich hier keinen Platz mehr, der würde hier in eines dieser 3 anonymen Gräber gelegt. Und hier ist auch das Spielende dann zu Hause. Sobald ich keinen Platz mehr in der Dorfchronik habe, sobald alle Plätze der Dorfchronik belegt sind, endet das Spiel. Genauso endet das Spiel aber auch, wenn beim Zweispielerspiel diese 3 anonymen Gräber belegt sind, dann ist auch das Spiel vorbei. Und jetzt werde ich euch noch das Thema die Messe erklären und danach eine kleine Spielrunde spielen, dass ihr es im Zusammenhang mal seht, wie das funktioniert. Sobald alle Einflusssteine von den Orten im Dorf genommen wurden, ist die Runde beendet und es findet eine Messe statt. Und die Messe findet hier natürlich in der Kirche statt und funktioniert wie folgt. Die Spieler haben bei der Aktion Kirche die Möglichkeit gehabt, Figuren in den schwarzen Sack zu werfen. Und jetzt wird jeder Spieler einmalig gefragt, ob er gerne bei der Messe für 1 Gold gezielt seine Figur aus dem Sack, also eine seiner Figuren aus dem Sack holen möchte und in die Kirche stellen möchte. Der Gelbe kann dies nur verneinen, der hat kein Gold und der Blaue sagt, jo, würde ich ganz gerne machen. Und er darf sich dann den kompletten Inhalt des Sacks ausleeren, sich eine Figur raussuchen und aufs erste Fenster stellen. Dafür zahlt er 1 Gold. Die restlichen Figuren kommen jetzt wieder in das Säckchen zurück und werden jetzt
Aus dem Säckchen gezogen, bis hier auf dem ersten Fenster vier Figuren insgesamt stehen. Also, das ist die zweite Figur, dritte Figur, vierte Figur. Da hat der blaue Spieler jetzt nochmal Glück gehabt, denn er hat zwei seiner Figuren draußen. Die schwarzen kommen jetzt sofort wieder zurück ins Säckchen. Und jetzt hat jeder Spieler noch die Möglichkeit zu sagen, ich würde gerne mit Weizen, Getreide, mich eine Stufe in der Kirchenhierarchie aufsteigen lassen. Da wird jeder Spieler wirklich nur einmal gefragt, der Spielreihenfolge entsprechend, und nicht, dass einer sagt, ich steige jetzt eins auf und der zweite sagt, na, ich überhole dich jetzt, weil ich will Erster sein, denn der, der am weitesten vorne ist in der Kirchenhierarchie, bekommt am Ende der Messe zwei Ruhmespunkte gutgeschrieben. Sollten zwei auf gleicher Höhe sein, wird geschaut, welchem Spieler gehört denn der nächste in der Kirche. Ist da noch einer? Ja, der Blaue. Also hat der Blaue wieder gewonnen und bekommt die zwei Ruhmespunkte gutgeschrieben. Hat keiner weitere Spieler in der Kirche, so bekommen einfach beide die zwei Ruhmespunkte gutgeschrieben. Und das ist eben auch der Grund, dass man eben sagt, wenn es zum Beispiel diese drei eingesetzt worden wären und der Gelbe wäre jetzt dran und hat, sagen wir mal, genug Säckchen und sagt, ich ziehe mit einem hier rüber. Und fertig. Und dann sagt der Blaue, ich ziehe auch mit einem hier rüber. Und dann sagt der Gelbe nochmal, nein, dann zahle ich nochmal zwei und gehe nochmal weiter. Das darf er nicht. Wie gesagt, er darf nur einmal sich entscheiden, was er mit seinen Figuren macht. Dann ist der nächste Spieler dran und entscheidet sich auch einmal, was er mit seinem kompletten Tross an Figuren in der Kirche macht. Und dann ist dieses Thema auch abgeschlossen. Dann ist die Runde komplett zu Ende. Und im Endeffekt wird dann einfach wieder anhand dieses Tableaus der grüne Sack befüllt und dann wieder zufällig auf die Felder im Ort verteilt. Und die nächste Runde beginnt dann wie die vorige auch. Und wie das Ganze jetzt im Ablauf zusammen funktioniert, zeige ich euch jetzt in einer kompletten Spielrunde. So, jetzt erkläre ich euch den Ablauf einer kompletten Spielrunde. Der Aufbau ist wie folgt. Wir spielen zwei Spieler Spiel, die beiden Gräber sind belegt, ein paar Felder in der Chronik sind belegt, der Startspielermarker ist an Ort und Stelle, die Käufer sind auf den Händlerplateaus verteilt, die Startspielruhmmarker liegen hier oben, jeder Spieler ist auf dem Feld neben der Brücke, hat seine vier Männchen im Einsatz, hat jeweils ein Gold. Und der gelbe Spieler ist der Startspieler. Also, jetzt geht's los mit der Verteilung der Ressourcen. Das heißt, ich nehme mir jetzt die Karte, die für zwei Spieler gültig ist, und verteile jetzt drei rosane, drei orange, vier braune und vier grüne Entwicklungsmarker hier in das Säckchen, mische es durch, lege natürlich die schwarzen auch noch dazu und verteile dann auch wieder nach dem Tableau einen auf den Handel, zwei auf Reisen, zwei auf Ackerbau, Ernte, Getreideernte, zwei ins Ratsgebäude, drei auf die Familie, drei auf die Kirche, und 5 auf das Handwerk. Der Rest bleibt im Säckchen drin. Auch die schwarzen Figuren kommen ins schwarze Säckchen rein und werden zur Seite gelegt. Und dann beginnt unser Startspieler mit seinem ersten Zug. Und der sagt bei seinem ersten Zug, ich würde ganz gerne in den Ackerbau einsteigen und würde mir ganz gerne als erstes mal ein Pferd besorgen. Heißt, ich gehe hier aufs Handwerk, nimm mir einen Fortschrittsmarker vom Handwerk, lege ihn auf meinem Tableau und zahle die Ausbildung mit 3, 1, 2, 3 Lebenszeitmarker-Schritten und ich mache mir auch gleich ein Pferd, züchte es und das kostet mich nochmal 1, 2, 3 Teile meiner Lebenszeit. Das Pferd darf ich dann zu mir nehmen und bin mit meiner Handwerksaktion hier fertig. Dann sagt der blaue Spieler, ich würde ganz gerne einfach mal ernten, nehme hier den Marker
und kriege dafür, weil ich kein weiteres Ackergerät und so weiter habe, die zwei Getreidesäcke. Der Spieler Gelb ist wieder dran und der sagt, ich hätte gerne mal Familienmitglied dazu. Nehme mir hier Orangenmarker und nehme mir aus meinem Vorrat die erste zwei. Dann ist der andere Spieler dran und sagt, das mache ich auch schnell, bevor die weg sind, holen wir den grünen Fortschrittsmarker und auch den Zweier Stein meiner Leute. Dann ist jetzt der gelbe Spieler wieder dran und sagt, ich würde ganz gerne jetzt auch noch ein bisschen Getreide holen. Und zwar kriege ich momentan auch noch zwei, weil ich habe nur ein Pferd, aber noch kein Ackergerät. Aber bevor mir der andere Spieler das vielleicht klaut, hole ich mir das noch schnell. Dann ist der blaue Spieler wieder dran und der sagt jetzt, ich würde gerne etwas herstellen. Ich nehme mal den braunen Marker zu mir. Und setze ein Ochsen wäre nicht schlecht, da bräuchte ich drei Getreide, das schaffe ich aber nicht. Also hole ich mir vielleicht mal einen Planwagen, weil ich gerne auf Reisen gehen würde. Setze ihn hier auf dieses Feld, zahle das sind zwei Lebenszeiten und stelle es gleich noch her, kostet mich nochmal zwei und kriegt dafür einen Planwagen zu mir. Dann ist wieder der Spieler Geld dran und der sagt diesmal, ich würde gerne in die Kirche, nimm mir einen Marker und schmeiß einen Einserstein in den schwarzen Sack. Der blaue Spieler sagt dann, ich würde gerne auf Reisen gehen, nimm mir jetzt hier einen braunen Marker, nimm mir einen Zweierstein und den lasse ich jetzt hier mit den zwei braunen und dem Planwagen hier hoch in die Stadt reisen. Das kostet mich also die zwei braunen Steine plus den Planwagen, den ich mir gerade hergestellt habe, und zwei Lebenszeit. Dafür bekomme ich aber jetzt auch sofort drei Ruhmespunkte und setze einen Marker auf diese Stadt, dass ich weiß, hier war ich schon unterwegs. Der gelbe Spieler ist dran und sagt, ich würde jetzt ganz gerne einen Schritt in die Ratshalle wagen, nehme den grünen Marker und setze einen Zweier hier aufs erste Feld. Das kostet mich eine Lebenszeit plus zwei grüne Marker, die habe ich, oder ein Pergament, das habe ich eben nicht, also zwei grüne Marker und bin jetzt hier und darf in dem Fall Startspieler bleiben. Der blaue Spieler ist wieder dran, reisen kann er nicht, herstellen kann er theoretisch nochmal einen Planwagen, denkt er sich, mache ich mir mal einen auf Vorrat, kostet mich nochmal zwei Lebenszeit und ich stelle mir nochmal einen Planwagen her und nehme mir natürlich auch die Aktion dazu. Das darf man nie vergessen, die Aktion auch vom Feld runterzunehmen. Falsche Aktion, Entschuldigung, ich habe natürlich hier im Handwerk. So, dann nähert es sich langsam dem Ende der guten Steine und der gelbe Spieler sagt jetzt, ich nehme jetzt noch einen von der Kirche, führe aber dafür keinerlei Aktion durch. Der Blaue sagt, Handel lohnt sich momentan nicht. Reisen kann ich auch nicht, da bräuchte ich Braun, habe ich nicht. Lohnt sich auch nicht, aber ich nehme trotzdem den Reisemarker runter und reise einfach nicht. Der gelbe Spieler sagt, das ist mir alles zu doof. Ich gehe und hol mir nochmal ein Familienmitglied mit dem Pechmarker. Kostet mich, den schmeiße ich auch sofort wieder in den grünen Sack rein. Kostet mich also zwei Lebenszeit. Eins, zwei. Aber darf mir ein weiteres Familienmitglied zu mir nehmen. Dann ist der blaue Spieler dran und sagt, ich mache jetzt auch mal die Kirchenaktion und schmeiße mir auch mal ein Männchen hier in den schwarzen Sack. Dann sagt der gelbe Spieler, ich würde ganz gerne mir einen, was bräuchte ich denn noch? Das Ackergerät bräuchte ich eigentlich, das kann ich mir kaufen. Weil das Pferd habe ich schon, jetzt bräuchte ich noch ein Ackergerät. Das heißt, ich nehme mir einfach die Aktion, die mich wieder zwei Lebenszeit kostet und gleich wieder in den grünen Sack kommt. Eins, zwei. Führe aber jetzt erst die Aktion komplett zu Ende, bevor ich eine meiner
Figuren sterben lassen muss. Weil ich jetzt hier über die Brücke eben drüber gekommen bin. Ich habe gesagt, ich würde mir gerne dieses Ackergerät kaufen, gebe dafür einen orangen und einen rosanen Stein her und bekomme das Ackergerät. Dieses kann ich jetzt in den nächsten Runden nutzen, um drei Getreide zu bekommen statt zwei oder eben Teile auf dem Markt verkaufen. Aber heute jedenfalls ist auf dem Markt nichts Interessantes da. Der blaue Spieler ist dran, der sagt, ich gehe auch mal in die Ratshalle rein. Kostet mich auch zwei Lebenszeit und auch meine erste Person segnet das Zeitliche. Ich nehme mal einen hier vom Hof, das ist mir am liebsten. Und das habe ich natürlich jetzt beim anderen vergessen. Da wollte ich auch einen vom Hof nehmen. Und die kommen dann hier auf den Hofmarker. Dann ist jetzt wieder der gelbe Spieler dran. Nein, der blaue Spieler ist ja noch dran und der hat ja gesagt, er würde gerne auch hier mit zwei Grünen auf die ersten Ratstreppe wandern. Kostet mich auch ein Lebenszeit wieder. Und dann sagt der gelbe noch, ich starte mal einen Handel, ist ja egal. Kostet mich zwei Lebenszeit und der blaue sagt auch, dann stelle ich halt nochmal was her, aber wie gesagt, ich will ja eigentlich gar nichts herstellen. Ich kann auch gar nichts herstellen mit meinen Steinen, aber ich muss eben einen nehmen, das ist ja Pflicht. Und somit ist jetzt alles abgeräumt. Wie gesagt, handeln wollte keiner, weil keiner irgendwas hat, was er handeln könnte, deswegen bleibt alles so liegen. Und wir kommen jetzt zur Messe. Also, wir nehmen das schwarze Säckchen. Jederzeit kann jeder Spieler in das Säckchen schauen, was momentan drin liegt. Und es wird gefragt, erstmal der Startspieler, möchtest du dir eine Figur für ein Gold dort raus kaufen? Und er sagt, nein, möchte ich nicht. Und dann wird der Blaue gefragt, willst du? Und er sagt auch, nein, ich möchte nicht. Und somit werden zufällig vier Figuren aus dem Säckchen gezogen. Der Blaue hat schon mal Glück gehabt. Und auch der Gelbe hat Glück. Die Schwarzen kommen sofort zurück. Und jetzt kann sich der Blaue, weil er hat Säcke, sagen, ich kaufe mich noch weiter vorwärts. Auch der Gelbe könnte das sagen. Und wie gesagt, gefragt wird erst der Startspieler, der sagt, ja klar, mache ich. Eins komme ich vorwärts, mehr kann ich mir nicht leisten. Dann wird der Blaue gefragt, der sagt natürlich auch, na klar mache ich das, damit du nicht da vorne bist und die Punkte kassierst und komm mit. Und jetzt darf aber auch kein anderer weiterziehen. Es wäre auch kein Getreide mehr da, aber es dürfte jetzt auch nicht nochmal der Gelbe irgendwie sagen, ich würde jetzt gerne nochmal, nein, einmal und dann nicht mehr. Und jetzt ist diese Runde abgeschlossen. Man nimmt wieder das grüne Säckchen und füllt es wieder anhand der Tabelle auf. Drei rosane, vier braune, drei orange und vier grüne. Die kommen hier rein. Dann wird wieder zufällig gezogen und einer kommt auf den Handel, zwei auf die Reise, zwei auf die Ernte, zwei auf das Ratsgebäude, drei auf die Familie, drei auf die Kirche und fünf Stück auf das Handwerk. So. Die nächste Runde wird eingeleitet. Der Spieler hier bleibt Startspieler. Er hat den Marker vor sich gehabt. Der wird wieder aufs Ratsgebäude gelegt, für alle verfügbar. Und der gelbe Spieler fängt jetzt wieder an, seine Züge zu planen. Und er sagt als erstes, ich gehe Ackerbau machen, hole mir den braunen Marker. Und das kann ich jetzt hier mit Pferd und Ackergerät machen und kriege deswegen drei Säcke und nicht nur zwei. Die nehme ich mir gleich in den Vorrat und damit ist der blaue Spieler an der Reihe. Und der plant jetzt schon mal vor, er würde ganz gerne irgendwann wieder auf Reisen gehen und bräuchte dazu noch einen rosa Marker. Das heißt, er sagt jetzt einfach, ich gehe jetzt hier Familienmitglied holen. Ist ja auch nie schlecht. Stell mir mal einen Zweier auf meinen Hof, denn mein Hof hat eh keine Leute mehr und ohne Leute kann ich keinen hier Getreideackerbau machen und habe
somit diese Familienaktion gemacht. Der gelbe Spieler sagt sich, keine schlechte Idee, aber ich würde ganz gerne einmal dieses Pergament herstellen. Das heißt, ich nehme hier so einen grünen Marker, zahle dafür einen rosanen. Somit muss ich keine Lebenszeit aufwenden, um mir hier ein Pergament herzustellen. Der blaue Spieler sagt dann, jetzt gehe ich auf Reisen und zwar würde ich gerne hier hochreisen auf dieses Schloss. Das kostet mich zweimal Lebenszeit, einen Planwagen und zwei Orange und einen rosanen Marker hier. Die gebe ich ab und darf hier hoch, bekomme ein Gold in den Vorrat. Es wird wieder ein Marker hier auf den Ort gelegt, sodass klar ist, hier war ich auch schon. Und ich darf mir natürlich noch die Aktion nehmen. Dann ist wieder der gelbe Spieler dran und der sagt sich jetzt, ich hätte eigentlich ganz gerne nochmal so ein Pergament, um diesen Handwerksauftrag zu erledigen, hier oben den Handelsauftrag für den Käufer. Wo gibt es denn noch Rosa? Und sagt sich, ich gehe in die Kirche, hol mir den und spiele auch einen Stein wieder in den Beutel. Das kostet mich allerdings was. Das habe ich nämlich vorher dummerweise komplett vergessen. Einen braunen und drei Lebenszeit. Das nehme ich jetzt jedem nochmal weg. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Tut mir leid, das habe ich vorher vollkommen vergessen. Steht ja auch hier schön auf der Kirche drauf, einen in den Sack zu schmeißen, kostet drei Lebenszeit und einen braunen Marker. Das habe ich natürlich jetzt total vergurkt. Aber ich denke, ihr seht mir das jetzt nach. Dann ist der blaue Spieler wieder dran und der würde jetzt gerne schauen, was er handwerklich machen könnte. Er bräuchte mal einen Ochsen, dazu bräuchte er drei Getreide. Das heißt, er holt sich das Getreideding, kriegt zwei Getreide dazu und hätte damit die Möglichkeit für drei später hier einen Ochsen her, sich zu züchten. Gelbe Spieler ist dran und sagt sich, ich würde ganz gerne natürlich nochmal ein Familienmitglied hier holen. Ich habe nicht mehr so viele und hole den letzten Zweier hier ins Spiel. Dann kommt wieder der Blaue dran und der hätte nochmal die Möglichkeit, wenn er einen Planwagen hätte, weiter zu reisen. Dazu bräuchte er aber einen Rosa nennen und sagt, na gut, dann gehe ich ins Ratsgebäude, ich mache aber dort nichts. Dann ist wieder der Gelbe dran und der sagt sich, ich stelle jetzt mein zweites Pergament her. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal den Grünen raus, gebe den einen Rosanen ab, den ich fürs Pergament brauche und bekomme das zweite Pergament, das ich dann vielleicht beim Handeln gut losschlagen kann. Der blaue Spieler sagt sich jetzt, würde ich gerne den Planwagen herstellen. Das heißt, ich nehme ja hier auch einen Stein aus der Herstellung, gebe auch gleichzeitig einen rosanen und einen orangen ab, um mir wieder einen Planwagen herzustellen. Ich hätte den Planwagen natürlich auch auf Lebenszeit herstellen können, aber jetzt habe ich die Sachen schon da. Heißt, ich nehme wieder einen zu mir. Der gelbe Spieler sagt sich, ich habe jetzt hier genug zum Handeln. Und leite jetzt einfach den Handel mal schnell ein, auch wenn er mich zwei Lebenszeit kostet. Aber dafür kann ich kostenlos einen Handel durchführen, während mich jeder weitere Handel eine Lebenszeit und einen grünen kosten würde. Und ich hätte jetzt ganz gerne hier an diesen Kunden meine zwei Pergament verkauft. Das heißt, die Pergament kommen wieder zurück in den Vorrat. Und dieses kommt umgedreht zu mir, sodass nur ich weiß, was da drunter ist. Der andere Spieler wird gefragt, willst du auch irgendwas verkaufen? Wäre jetzt nur Ochse. Ochse wollte ich mir jetzt gerade machen, aber jetzt ist mir der andere zuvor gekommen. Kann ich leider nichts tun. Der erste Spieler wird nochmal gefragt, willst du noch was tun? Der sagt auch, nö, ich bin auch durch. Und dann wird einfach hier wieder alles nach oben geschoben. Und das letzte Feld wird mit einer neuen Karte aufgedeckt. Dann ist der blaue Spieler wieder an der Reihe. Der überlegt sich, Reisen bräuchte ich einen braunen Stein. Den Rest habe ich mittlerweile. Ich nehme hier den braunen Stein und sage, ich gehe auf Reisen. Zahle nochmal zwei Lebenszeit. Zahle zwei braune und einen orangen plus meinen Planwagen. Und bin hier im nächsten Dorf. Das markiere ich wieder, dass ich da auch schon war. Und hier oben sage ich jetzt einfach, ich hätte gerne zwei Steine und
Die wären wohl am praktischsten, wenn ich mir, was würde ich denn gerne bauen? Vielleicht nochmal einen Planwagen? Ja, einen rosanen, einen orangen lege ich mir auf mein Tableau. Dann ist wieder der gelbe Spieler an der Reihe und der sagt, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter in der Ratsgesellschaft. Zahle dafür zwei Lebenszeit und zwei Grüne und muss jetzt leider wieder einen meiner Spieler opfern. Der ist in der Ratshalle gestorben und ich opfere jetzt einfach mal hier den auf dem Hof. Oder ich opfer den, ich opfer den in der Handwerkshalle und darf mir dann hier dieses Feld belegen. Und dafür darf ich jetzt aber mir aussuchen, möchte ich zwei beliebige Steine oder möchte ich auch im nächsten Spiel Startspieler bleiben? Bleibe ich vielleicht auch so, wenn der andere das nicht nimmt. Also nehme ich mir lieber zwei Steine. Und ich würde ganz gerne in den nächsten Runden vielleicht einen Ochsen verkaufen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall hier die drei Getreide und möchte dann vielleicht mal, was möchte ich denn machen? Auch auf Reisen gehen wäre vielleicht nicht dumm, dann hole ich mir doch einfach mal, wenn ich einen Planwagen bauen kann, einen rosanen und einen, oder zwei rosane. So, dann ist wieder der Spieler blau an der Reihe. Ich mache diesmal auf Lebenszeit, hole ich mir einen Planwagen. Und komme auch jetzt über die magische Grenze und muss auch wieder einen opfern. Und ich sage einfach, ich opfere mir jetzt mal den Typ hier in der Ratshalle, denn da ist noch ein Plätzchen frei. Das hole ich mir noch gleich mal. Dann ist der geopfert. Und ich habe, wie gesagt, gehandwerkert. Jetzt muss man den Fortschrittsmarker hier auch nehmen, den Entwicklungsmarker. Und als nächstes würde ich ganz gerne mit dem gelben einfach einen Stein nehmen und nichts tun in der Kirche. Und dann liegen jetzt nur noch schwarze. Und jetzt sagt halt der blaue, das ist ja großartig. Danke auch. Ich nehme wenigstens als Familienmitglied, wenn ich schon zwei Lebenszeit wieder abgeben muss, hole ich mir wenigstens einen dazu. Da gibt es jetzt einen Zweier, gibt es noch. Dann sagt sich jetzt der gelbe, ich hätte es gerne für zwei Lebenszeit. Die Ochsen mir für drei Getreidesäcke gekauft. Einmal Ochse bitte. Und auch fertig. Und dann kommt noch einmal der blaue Spieler und nimmt jetzt den Kirchenstein für zwei Lebenszeit und überlegt sich, schmeiße ich noch einen rein in den Sack? Schmeiße ich keinen rein in den Sack? Ach, warum nicht? Ich nehme noch einen, schmeiße ihn rein. So, alle sind wieder verteilt und wir kommen wieder zur Messe. Messe wieder gleiches Thema. Es wird gefragt, möchtet ihr kaufen? Der Gelbe sagt, nein, würde ich nicht. Dann wird der Blaue gefragt und er sagt, ja, ich würde mir gerne einen rauskaufen, zahle dafür ein Gold. Darf mir jetzt den kompletten Inhalt des Sacks anschauen und nehme mir meinen raus, den ich gerne hätte, stelle ihn herunter und dann wird der Rest zufällig gezogen. Eins, zwei und drei. Das war für den Gelben natürlich eine Nullnummer. Die Schwarzen kommen sofort in den Sack rein und der blaue Spieler wird es gefragt, oder erstmal wird der Startspieler gefragt, möchtest du dich hier vorwärts kaufen? Kannst du gar nicht, weil du hast nur noch ein Säckchen übrig. Dann wird der andere Spieler gefragt und der sagt, ja, ich würde ganz gerne hier für zwei Säckchen auf die vier und nochmal für ein Säckchen mit dem hier auf die drei. Somit ist der blaue vorne, kriegt 1, 2 Punkte gut geschrieben und auch diese Runde ist abgeschlossen. Genau. Und so geht es jetzt einfach weiter. Es wird wieder aufgefüllt, es wird weiter gehandelt, es wird weiter intrigiert und gemacht, bis eben alle Felder auf der Dorfchronik voll sind oder diese drei anonymen Gräber voll sind, die jedes Mal voll werden, wenn ich einen opfere, der in einem Bereich steht, die in der Dorfchronik keinen Platz mehr haben. Dann kommt es jetzt noch zur Schlusswertung und die erkläre ich euch gleich. Die Dorfchronik ist voll mit unseren heldenhaften Dorfbewohnern, Verwandten und das Spiel ist zu Ende. Und jetzt werden nochmal Punkte verteilt. Fangen wir hier oben beim Reisen an. Jeder Spieler, der gereist ist, kriegt je nach Marker, die hier liegen, nochmal Punkte. Der Blaue hat vier Orte besucht und bekommt somit
10 Punkte gut geschrieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der gelbe Spieler ist nur an zwei Orte gereist und bekommt 3 Punkte gut geschrieben. Somit ist im Endeffekt hier oben der Bereich abgearbeitet und ich würde raten, die Sachen dann einfach auch direkt vom Spielplan runterzunehmen, dass man weiß, was man schon getan hat. In der Ratshalle schauen wir, auf welchem Ort die Leute stehen. Der gelbe steht auf der 4, der blaue steht auf der 2, also 4 Punkte für gelb, 1, 2, 3, 4, 2 Punkte für blau. Jetzt habe ich ihn hier schön weggetan, gell? Sehr schlau. So. Ich glaube, er war da. Danach kommt die Handwerkshalle. Dort gibt es für nichts Punkte. Die Figur kann einfach weg. Die Kirche gibt Punkte, je nachdem, auf welchem Fenster sie stehen. Das heißt, der hier gibt 6 Punkte, der hier gibt 3 Punkte, sind insgesamt 9 Punkte. Und er kriegt 3 und nochmal 4, 7 Punkte. Dann ist dieses hier auch erledigt. Jetzt kommen wir noch zur Dorfchronik und hier wird geschaut, okay, hat ein Spieler 3 oder mehr Steine dort liegen. Der Gelbe hat 4 Steine dort liegen und bekommt somit 7 Punkte. Der Blaue hat sogar 5 Steine dort liegen und bekommt somit 12 Punkte. Jetzt gibt es noch Punkte für die Handelswaren, die die Kunden gekauft haben. Das ist bei Spieler Blau jetzt 7 Punkte, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und der gelbe Spieler hat 5, 8, nochmal 12 Punkte, die er gut geschrieben kriegt. Und das letzte, was noch verteilt wird, ist ein Siegpunkt pro Goldstück, das übrig ist. Das heißt, jeder Spieler kriegt nochmal 2 Punkte dazu. Und somit ist das jetzt die Schlusswertung. Der blaue Spieler hat das Spiel gewonnen. Ich hoffe, ich habe euch das Spiel trotz einiger kleiner Fehler, die ich hier fabriziert habe, einigermaßen erklären können und ihr habt es verstanden. Ich denke, nach ein paar Spielrunden ist das alles in Fleisch und Blut übergegangen und ihr habt es komplett verstanden und macht dann auch keine Fehler mehr. Und das soll es jetzt gewesen sein zur Regelerklärung von Village. Das war meine Vorstellung des Spiels Village. Dieses Spiel, wie gesagt, ist das Kennerspiel des Jahres 2012. Entschuldigt meine paar kleineren Fehler, die ich bei der Erklärung gemacht habe. Ich hoffe, ich habe sie auch alle gleich wieder verständlich ausgemerzt. Ansonsten, wenn ihr Spaß an solchen Spielen habt, besorgt euch das Spiel. Und ansonsten sehen wir uns sicherlich im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Euer Michael. Servus, macht's gut.